So, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von Monster Hunter 4 Ultimate Let's Play. Ja, ich habe jetzt schon sehr, sehr, sehr lange keine Folgen mehr aufgenommen. So lange schon, dass sie mir ausgegangen sind. Und deswegen auch auf YouTube eine kleine Pause entstand. Eine kleine, große Pause. Aber jetzt ist gerade keiner gejoint hier, dachte ich mal, tja, machst du mal ein paar Solo-Folgen. Und da hat sich noch was mit Lowbank gehabt. Und zwar, Entschuldigung, fehlt mir da noch ein Teostra. Was fehlt hier? Ach, okay, der auch noch. Mal gucken, den machst du vielleicht gleich noch. Nur erstmal hier die Quest Advanced, die Trouble im Vulkan. Ja, genau. Wie Vanessa schon schreibt, als ich G-Wing quasi anhabe, ich nehme keine Rücksicht drauf. Ausgewählt habe ich hier meine Starland-Rüstung und da Auras Klefe. Der Käfer von der Klefe ist hier dieser typische mit erhöhter Dauer der Buffs und so weiter. Die Rüstung hat Fire Resistance 20, Changer plus 2, also die üblichen Silent Skills. Dann habe ich auch noch Bio-Researcher und Chef plus 1 reingemacht. So, ja. Gegessen habe ich noch nicht, das mache ich jetzt auch schnell lieber. Also, noch ein bisschen mehr Feuerresistenz am besten. Yay! Bam! Oh. Und nochmal, wie Resistenz ich jetzt habe. 28 Feuerresistenz. Das ist doch nicht schlecht, oder? Dann mal auf in den Kampf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Habe jetzt schon wirklich lange nicht mal alleine gespielt. Meistens wirklich immer nur hier im Stream halt, im Multiplayer. Oh, noch kurz. Den. Das Circle Pad Pro anschalten. Zack. Ja, noch seid ihr nicht auf YouTube. Aber morgen vielleicht schon. Oh, hier Karte. Fackel brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht, Nullbeeren. Mist. Hab leider nur noch Paintballs dabei. Vielleicht mal den hier. Und die Paintballs im Anschlag und auf geht's. Na, ich bin gespannt, wie lange ich gesprochen werde. Du alleine, das ist doch ein bisschen was anderes, als wenn man im Team spielt. Ach man, vergessen, die Schultertaste gedrückt zu halten. Die Waffe sieht ja meiner Meinung nach aus wie so ein Rührbesen ein wenig, oder? Ich finde die schon merkwürdig von der Optik her. So, wo mag er denn sein? Wahrscheinlich hier unten, oder? In der 8. Upsala. Nein? Dann in der 9. Müsste eigentlich noch ein Video kommen jetzt. Fackeln sind wichtig. Unterschätzt niemals die F Macht der Fackeln. Also in Trier waren die echt wichtig. In der einen Höhle hat man fast nichts gesehen, über die Fackeln. Blaue Augen.
Nein! Auf geht's. Oh, fängt der gut an. Lass mal die Buffs alle holen hier. Oh, Wind. Oh, kann sein, das ist zu nah. Ach nee, das ist gar keine Lava. Wenn man zu nah am Rand der Map reitet, also da, wo man hinlaufen kann, kann es sein, dass man direkt runtergeworfen wird. Ja, das ist die Power der Starlight-Rüstung. Wie ein Tail hier. Aua. Ui. Und der nervige Part der Klefe, Buffs besorgen. Dem ist vor allen Dingen der orangene Buff etwas nervig. Den kann man von den Flügeln bekommen. Ich habe gerade versucht, die zu painten. Na los, Käfer, was machst du denn da? Endlich. Yes. Bam. Suchen wir mal einen Tee. Treffe ja nicht wirklich oft. Nein, bleib stehen. Oh, jetzt fliegt er weg. Das ist nie gut. Kostet viel Zeit. War da noch ein Schein hinein? Und direkt so weit weg, was soll das denn? Kann ich über drei Maps hier laufen fast. Oh. Oh Gott, ey. Bis ich da bin, sind die Buffs auch wieder weg, ey. Zum Kotzen.
Ja, verschwinden sie auch schon. Oh, sie macht es am auch mal verschlucken können. Miau, miau. Oh, jetzt geht der Spaß mit den Buffs erstmal wieder los. Weiß ist der einfachste. Dann kommt Rot. Rot kriegt man am Tail und am Kopf. Aber das da ist natürlich. Ah, hab ihn erwischt, den Flügel. Also. Oh nein! Okay, das habe ich nicht erwartet. Oh, schnell springen! Oh nein, zu spät. Jo, ich habe schon genug von deinem Staub bekommen. Weg. Oh, ein Cooling-Effekt auch weg. Ah. Aua. Och ja. Nein. Nein. Oh Gott, schnell weg. Nicht sterben. Nicht sterben. Ich fasse es nicht. Die mir keine Ruhe mehr gelassen hat. Und das mit Skiwind-Klamotten und 28 Feuerresistenz. Oh Mann, war das heftig. So gemein. Ich wollte doch nur einen kalten Trink nehmen. Ich dachte schon, ich würde ein leichtes Spiel haben. Kam auch irgendwie nicht mehr weg. Es kam alles so schnell hintereinander. Voll gemein. Jetzt muss ich mal in die Waffs holen. Och Mann, ey. Voll gemein. Naja. Was haben wir hier noch? Nix. Nix, nix, nix. Da habe ich doch vielleicht zu lange gewartet mit dem Heilen. Ich dachte, ich schaffe ihn ohne Heilen. Scheiße, hat man immer schnell. Jungs, die Orangen kriegen. Oh da. Bitte nimm ihn. Nimm ihn. Nein, das war nicht der Orange. Ich habe ihn an der Stelle markiert, wo er orange ist, aber der Käfer will nicht. Wohl doch am Flügel. Mann, dieser drecksorangene Buff. Jetzt haut er wieder ab. Oder? Ja, toll, ey. Zu kotzen, ey. Ich kann eigentlich direkt wieder mal painten. Gott, wie ich das hasse, ey. Dauernd dieses ständige Weggerenne. Deswegen liebe ich Arena-Quests. Wobei es da fies ist, wenn man gegen mehrere Monster kämpfen muss.
Oh, ich schreibe mich diesmal auch lieber zu frühzeitig. Wenn er mich nachher wieder runterknabbert. Tschüss, Toto. Nerviger. Hochgerieben. Na toll. Nichts geht kaputt, ey. Mann. Und dafür bin ich einmal gestorben. Hätte viel weniger werden können, wenn ich gestorben wäre. Blowing Toaster, denke ich mal. Gut, das war's dann mal für diese Quest. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.